So, ich habe kurz was getrunken. Kann weitergehen. Keine Zeit für Pausen. Nicht bei so einem Game. So, gucken. Rein in die Zitadelle. Die Versammlung der Höllenpriester findet direkt über ihnen statt. Laut Scans befindet sich ein Aufzug in der Mitte der Anlage. Uiuiui. Oh, das sieht ja geil aus. Oha, das sieht ja aus wie eine Arena. Schnellreise. Mit der Schnellreise kannst du dich bereits besuchten Punkte auf der Karte teleportieren. Nutze sie, um weitere Gegenstände zu finden. Optionale Bewegungen. Schnellreise wird Ende einer Mission freigeschaltet. Über die Reiterkarte in Tab. Okay. Ist bei dem Treffen anwesend. Da bin ich ja mal gespannt. Reiches ist sie jedoch vollkommen unverwundbar. Ja, das ist ja toll. Sie ist unverwundbar und wir müssen gegen sie kämpfen, oder wie? Eieiei, so zwei Gestalten. Wie kann das sein? Kein Mensch kann durch dieses Tor. Es ist... Das ändert gar nichts. Das Sakrament dieser Welt für die große Karmaker wird vollzogen. Die Energie wird abermals erneuert. Aus den Seelen der Ungläubigen, wie es geschrieben steht. Du kannst sie nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Das kann ja jeder behaupten. Dieses Mal gehst du eindeutig zu weit. Du kannst nicht eingreifen. Ui. Dies ist die einmalige Chance der Menschheit auf Buße, um uns hingebungsvoll zu dienen. Du wirst dich dem Willen der Khanmaker beugen. Aktiviere das Portal. Denn du bist bestimmt, meinen Willen zu vollstrecken. Boah, Glück gehabt. Ich dachte echt so, oh, wir müssen gegen die kämpfen. So, Zusammenfassung, Erkundung, Belohnung, E. Enter zum Fortsetzen halten. So, was haben wir hier? Cheatcode, Fortschritt-Tipps. Wenn du über Missionen wählst, den Cheatcode spielst, verhindert das nicht dein Fortschritt, sodass du deine Mission vollen abschließen kannst. Wenn du Cheatcodes benutzt, sind allerdings Layer... Tore deaktiviert. Okay. Es ist mir nicht möglich, den zweiten Höllenpriester zu erfassen. Dem Himmelssucher fehlt eine Komponente. Und ich soll die suchen, ja? Einen Ersatz. So. Die Verarbeitung ihres Werfers ist abgeschlossen. Der Flammenspeier steht jetzt für sie bereit. Das ist ja toll. Naja. Da ist er. Dr.
drücke R, um Gegner in Brand zu stecken, damit sie Rüstungsteile hinterherlassen. Wenn du sie tötest, hinterlassen sie maximal an Rüstung. Okay. Okay. Ja, nice, ne? Nehmen wir mit. So, Wächterkristall-Tutorial. Das ist der Wächterkristall-Ausfallbildschirm. Wächterkristalle verbessern dauerhaft deine Kapazität für Gesundheit, Rüstung oder Munition. Okay, das ist gut. Du kannst eine Verbesserung auswählen, um eine Kapazität für Gesundheit, Rüstung, Munition zu erhöhen. Okay, Gesundheit. Das nehmen wir denn mal. Gesundheit für Blut. Was ist denn das hier? Napalmspeier, Gesundheit freischalten. So, Gesundheit verbessert. Gesundheitsrüstung, Munitionsverbesserungen werden zusammen mit freigeschalteten Bonusverbesserungen sofort angewendet. Such die Umgebung nach weiteren Wächterkristallen ab und verbessere deine Fähigkeiten. Das Portal ist aktiviert und erwartet sie. Ja. Dann würde ich sie auch sagen, wir gehen erstmal durchs Portal. Und sollten wir irgendwo auf Wächterkristalle stoßen, nehmen wir die natürlich gerne mit. Auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Aber so viel Action, dass man gar nicht so viel erzählen kann. Genießt es einfach, guckt zu. Geile Action. So, dämonische Verzerrung, bla bla bla. Muss natürlich sagen, Ladezeiten durch eine NVMe-SSD sind auch Wahnsinn. Nicht schlecht. Oh. Da hinten ist es grün. Da ist irgendwas Schönes zum Einsammeln. Tja. Komme ich da jetzt hin? Kannst noch mal probieren? Ne. Ja, mal gucken, vielleicht müssen wir auch hier raus. Oh Mann, falle ich da noch? Dümmer kann man sich nicht anstellen. So. Das sieht ja geil aus. Er wird hier gerade erstochen von dem hier. Ich weiß echt nicht, wie man weiterkommt hier. Ich vermute mal, ich werde es gleich wieder rausfinden, aber... Da kann man da laufen, ne? Ne. Keine Chance, aber warum? So, hier falle ich runter. Hier falle ich runter. Ich irgendwas nicht mitbekommen, dass ich hier irgendwie fliegen kann oder so.
So. Finde König Norwigs Kammer. Halte die Höhlen des Himmelsbesuchers fest. Ah, alles klar. Hier ist ja nur eine Plattform, wenn ich da runterfalle, oder? Ah, alles klar. Geheimnis gefunden. Extra Leben erhalten, sehr schön. Okay, und jetzt? Muss da irgendwie rüber. Funktioniert nicht. Tür geht auch nicht auf. Was ist, wenn ich da? Kann ich da hochrennen? Okay. Ah. Alles klar, aber wir haben hier so ungefähr, habe ich jetzt eine Ahnung. Nur so ungefähr. So, nach da geht's nicht. Können wir nur nach da. Ah, scheiße, hat nicht geklappt, aber wir versuchen es nochmal. Bisschen geschicklich. Ah, Mann. Der ist viel zu stürmisch hier von seiner Steuerung, ja. So. Da geht's nicht lang, aber das müsste er doch schaffen. So. Okay, jetzt müsste er hier rüber. Okay. Sehr gut. Wieder 100% Energie. Oh, warum falle ich denn? Was war ich denn da? So eine elegante Art, eine Tür einzutreten. So, wieder irgendwas Fettes unterwegs. Alter, so, wieder. Mit dem ist er nicht gut Kirschen essen. Ui. Ich hab's geschafft, den durchzusägen. Fette Leistung. Da muss ich ja mich selber mal loben. So, Munition habe ich. Nur irgendwas zum Einsammeln.
Ah, hier. Ne. Da ist nix. Blutschlag erhalten. Blutschlag ist ein Nahangriff, der zusätzlich Schaden fügt. Glory Kills. Füllen mit Blutschlaganzeige. Drücke E oder Maus 4, um eine auszulösen. Alter, wo er den Totenschädel entsteckt. Das ist ja abgefahren. Alles klar. Die gönnen mir ja auch gar keine Pause. Schöne Waffen habe ich ja. So, Runenverstärker, eine Fähigkeit. Oder aktivieren neu, deine Runenplätze sind begrenzt. Also wähle die Runen, die zu deinem Spielstil weiterführen. Okay. Du erziele Chlorikill. Dann nehmen wir das mal. Auffrischen ist immer gut. So, Runen ausrüsten. Dies ist der Reiter Runen des Dossiers. Hier werden deine erworbenen Runen angezeigt. Rüste sie aus, indem du sie in verfügbaren Plätze einsetzt. Okay. Prima, drei Runen freischalten. Nee, kann ich nicht. So, wo geht's denn lang? Ja, alles klar. Boah, das ist auch eine fette, geile Grafik, muss ich sagen. Oh. Zwei extra Leben habe ich bis jetzt schon. Nicht schlecht. So, aber ich muss ja trotzdem wissen, wo ich lang muss. Hier geht's aber wieder richtig rund.
Jawohl! Den Großen haben wir auch platt gemacht. Oh Mann, geh hin da. Scheiße, ging nicht. Jawohl. Geschafft. Das ist so ein widerliches Vieh, das ist ja noch einer. Noch einer. Genau, schön zu sehen, ich brauche Energie. Jo. Also sind so flink hier unterwegs alle. So, schließe alle Begegnungen in der Mission für Waffenpunkte ab. Die Anzeige der Munition der Teilzeit erhaltene Punkte. Okay. Waffenmod Verbesserung Tutorial. Jawohl, das haben wir auch. Schneller Wechsel. Können wir noch nicht. Okay. Können wir mal gucken, können wir hier auch noch was machen? Ne, da fehlen uns die Punkte. Okay, weiter geht's. Ja, ein bisschen Energie einsammeln hier. Ein bisschen Munition einsammeln. Oh, hier müssen wir wieder springen. Setze deine Kettensäge ein, bevor die Munition ausgeht. Drücke, okay. Ja, das funktioniert so nicht. Ist er hier überhaupt lang?
Ah, hier geht's lang. So, geht's hier lang? Das hat auch nicht hingehauen. Jo, das hat aber geklappt. Boah, das sieht aber fett aus. Ist auch zu. Ich würde da ja auch gern hochspringen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das ist ja seltsam. Obwohl, warte mal. Wo sind wir denn hergekommen? Irgendeine Möglichkeit hochzukommen, ne? Hier, das ist ja zu. Aber das ist ja auf.
von da sind wir ja gekommen, ne? So. Ich irgendwas drücken? Nee. Ja, auch nicht. Ich könnte hier versuchen, irgendwie lang zu kommen, aber glaube nicht. Nee. Hier rüber geht's ja auch nicht, ne? Nee. Jetzt, das hat aber gedauert. Das war mal ein Fehler im Spiel, oder? Jetzt kann es weitergehen. Unglaublich. Oh nein. Musste da natürlich runterfallen, das war wieder klar. So. Okay, das war Nummer 1. Nummer 2. Hier muss jetzt Nummer 3 sein. Ah, super. So, drücke Shift, um sich schnell zu bewegen. Sei es beim Überqueren der Karte oder im Kampf, wenn du aufschaffe. Okay. Ah. Das ist ja mein heftiger Effekt, muss ich sagen. Heftig, heftig. Der Typ hat's drauf, würde ich sagen. Also die Grafik, die ganze Action ist so geil. Es lohnt sich echt, das Spiel zu kaufen. Das frage ich mich auch manchmal. Es ist nicht dir bestimmt. Krass, wenn ich überlege, ich bin Mensch und bin in dieser Dämonenwelt. Du darfst die Priester nicht töten. Du kennst unser Gesetz. Es fließt Wächterblut in ihnen. Trotz ihrer Verstöße gegen den Pakt. Du beschwörst etwas.
das jenseits deiner Vorstellungskraft liegt. So steht es geschrieben. Sie müssen nun Buße tun. Schreitest du voran, entfachst du den Zorn des Himmels. Ihre Erlösung liegt nicht länger in deinen Händen. Oh, da stellt sich wer gegen mich. So, Freunde, aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss und sehen uns dann in der nächsten Runde.